Ladies, sitzig. Ja. Sitzig. Stand der Dinge. Wir werden uns regelmässig treffen in Saal 2 Stunden. Ich bin Urs Loxnat. Ich bin SRF-Produzent und Fernsehjournalist und hier im Studio 1 Trainer und Ausbilder. In den vergangenen Jahren, in den Fachlehrgängen, haben wir schon immer sogenannte Intensivwochen gehabt. Intensivwochen klingt ein bisschen wie Intensivstationen. Bootcamp klingt einfach cooler. Und das ist ja auch ein Bootcamp. Wir booten uns zu Höchstleistungen. Wir arbeiten 6 Tage, manchmal rund um die Uhr. Und am Schluss haben wir Resultate, wo wir alle stolz sind. Das Handy ist am Telefon. Das Bootcamp kriegt ein Oberthema. Das ist in diesem Jahr irgendetwas mit Medien, also sehr weit gefasst. Und dann müssen die Leute 4 Beiträge machen, die einen Aspekt aus dieser ganzen Welt darstellen. Da sind sie völlig frei. Und das 5. Team macht das Making-of von der ganzen Woche. Ich mache mit Andrea zusammen ein Porträt über Fabio. Der Fabio hat im 2008 die Fachausbildung im Studio 1 abgeschlossen. Und jetzt werden wir ihn begleiten und ihm ein bisschen über die Schulter schauen und herausfinden, was er so gemacht hat seitdem. Das wäre gut, ihr seid unser Mann. Unsere Gruppe hat diese Woche ein kleines Projekt angenommen. Und zwar machen wir einen kleinen Spielfilm im Roadtrip-Stil und weisen auf das Kinosterben in der Schweiz hin. Also unser Video wird ein Lehrstück, wo man 3 einfache Transitions zeigt, wo man ganz einfach die Videos aufpippen kann. Unser Thema für die Woche ist Bild und Ton. Wir wollen in ganz Zürich verschiedene Bilder und Töne aufnehmen und mit diesen Tönen und Bildern dann anfangen zu spielen. Also im einen Bild nehmen wir den Ton raus, tun sie in ein anderes rein und so ein bisschen experimentieren. Aufgenommen. Oh nein, das ist mir fast schon passiert. Auch noch viele spannende Aufnahmen gemacht beim Auto, also mit dem Zugnapf dran, wo wir die Kamera gerade vorher dran gespannt haben. Dann noch sehr actionreiche Szenen, wo der Stoff in einem Kofferraum gesessen ist und wir mit dem Auto hinten dran gefahren. Es war cool, dass auch von den Erfahrungen vom Stoff zum Beispiel zu profitieren, als Kameramann. Gut, ich sehe im Spiegel ins Kino rein, wie das hier das Auto so durchfährt. Hey zusammen, das ist Studio 1 Snacks. Das Highlight des Drehgestes war sicher das super Studio. Es ist mega lässig, da drinnen zum etwas aufzunehmen, mit den Hintergründen, mit dem Licht und den Kameras. Das hat mega Spass gemacht. Teilweise haben wir mega Anlaufschwierigkeiten gehabt und es ist einfach alles schief gelaufen. Der Hintergrund ist nicht gelaufen. Dann haben wir gemerkt, dass ich mein Mikrofon nicht eingestellt habe. Ja, die Pausen sind aber nicht so gut gesehen. Dann haben wir uns richtig damit auseinandersetzen. Es war ein bisschen spontan und alles ein bisschen kurz. Und, wir haben es nicht ganz, wir nicht ganz alles können machen, was wir uns vorgenommen haben. Aber im Großen und Ganzen war es, glaube ich, ganz okay gewesen. Und jetzt machen wir das Beste daraus. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Die Arbeiten am Mittwoch waren streng durchgetaktet. Das haben wir so müssen machen, weil wir haben an 9 verschiedenen Orten gedreht, mit auch dementsprechend 9 verschiedenen Personen. Und wir hatten ganz einen klaren Zeitplan, wann welches Tram uns am nächsten Ort führt.
der Reinhard Schatzmann. Ich bin ausgebildeter Kameramann. Seit 45 Jahren arbeite ich für das Fernsehen und auch für den freien Film. Meine Funktion im Bootcamp ist, eure Arbeiten zu besprechen mit euch. Also das heisst vor allem das Rohmaterial mit euch anschauen und analysieren. Und versuchen, entweder euch zu bestätigen in dem, was ihr gemacht habt, oder auch Verbesserungsvorschläge zu bringen. Drei Tipps, die ich euch Studierenden versucht habe mitzugeben, ist, dass ihr eine Geschichte mit Bildern erzählen müsst. Dass ihr, bevor ihr eine Sequenz anfängt zu drehen, euch genau überlegt, wie denn die auch geschnitten könnte aussehen. Sie muss am Schluss nicht so aussehen. Und das andere, was ich ganz wichtig finde für unsere Arbeit, ist, dass jede Einstellung, die man macht, auch wieder ein neues Bild sein soll. Das heisst, dass man nach jeder Einstellung, die man dreht hat, die Kameraposition verändert, die Perspektive verändert, die Einstellungsgröße verändert, aber so, dass das nach einem rund schneidbar ist und dass es einen flüssigen Ablauf gibt. Mein Name ist Roman Lehmann, ich bin der Inhaber vom Studio 1. Ich habe Teilnehmer so richtig hoch konzentriert im Team schaffens erlebt. Zwischenzeitlich habe ich gemerkt, dass sie ein bisschen müde geworden sind. Ich meine, 6 Tage, das ist also nicht eine schlechte Leistung. Aber jetzt gegen Schluss, der Endsprint, da merkt man wieder, dass wieder nochmal Vollgas geht. Wenn du sehen willst, was die Studierenden diese Woche im Bootcamp gemacht haben, dann kannst du hier auf die Playlist klicken oder dann uns abonnieren. Ist gut? Fabian. Ja, ich bin zufrieden. Ist sehr gut. Ja, es wäre nur, wenn er oben will. Nein, das ist richtig. Bis picky.